Willkommen zum letzten Teil der Vorlesung. Jetzt soll es darum gehen, im Wesentlichen, wie können wir eigentlich dafür sorgen, dass wir in Zukunft unsere Software eine bessere Qualität hat? Oder wie können wir überhaupt ein gewisses Level an Qualität erreichen? Und wir werden auch sehen, dass Qualität im Widerspruch steht zu anderen Eigenschaften, die wir an die Softwareentwicklung stellen. Und die Frage ist, was ist eigentlich Software Engineering? Was ist Softwaretechnik? Und wie können wir damit eben diese Eigenschaften erreichen? Ja, so funktioniert Softwareentwicklung natürlich sehr überspitzt gesagt, aber jemand baut dieses tolle Teil, was super Eigenschaften hat, um Löcher möglichst schnell zu bohren. Und was passiert dann damit? 500 davon werden in eine Kanone gepackt und auf die Wand gefeuert. Und so kommen wir zu den Löchern. Ist es ein bisschen, es gibt diesen Begriff mit Kanonen auf Spatzen schießen. Natürlich passiert das auch in der Softwarewelt. Und so sollte Softwareentwicklung auf jeden Fall nicht funktionieren. Wie kann sie denn funktionieren? Software Engineering ist ein Begriff, der, und ich würde vielleicht mit der englischen Definition hier anfangen und das dann nach und nach übersetzen, ist ein Begriff, der in den 60er Jahren, Ende der 60er Jahre im letzten Jahrhundert entstanden ist, als Begriff, als man gemerkt hat, okay, so das reine, wir setzen einfach eine Person hin, die programmiert das runter, das reicht irgendwie nicht, es ist irgendwie mehr. Software Engineering ist ein Engineering-Disziplin, that is concerned with all aspects of software production, from initial conception to operation and maintenance. Was da jetzt für neue Aspekte drin sind, es geht nicht nur um das reine Produzieren von einer Software. Wir haben ja schon gelernt, dass quasi Software mehr ist als ein Programm. Das heißt, natürlich muss ich auch mehr machen als das Programmieren. Ich muss natürlich auch die Software, Dokumentationen erstellen und ähnliches. Das ist also diese Softwareproduktion oder Softwareentwicklung. Allerdings brauchen wir auch mehr, nämlich wir haben Softwaresysteme, die sind im Einsatz und es gibt Systeme, die müssen 24/7 funktionieren. Und da muss sich jemand um kümmern. Das ist bekannt als Operation. Auch sozusagen relatives Hype-Wort ist da DevOps. Da geht es um Entwicklung und Operation, das Development und Operation, dass die quasi Hand in Hand gehen. Und dann gibt es noch den Begriff Maintenance, das heißt, es gibt Wartungsarbeiten, die wir an der Software machen müssen. Alles das zählt mit dazu und eben nicht nur das reine Entwickeln der Software und dann zu sagen, da ist sie. Mach, was du möchtest damit. Ja, typischerweise ist es so, wenn ich die Software verkaufe, dass ich auch dafür zuständig bin, sie zum Beispiel zu betreiben oder dafür zuständig bin, darin Fehler auszubessern oder Sicherheitslücken zu schließen. Software Engineering is not just concerned with the technical processes of software development. It also includes activities such as software project management and the development of tools, methods and theories to support the software development. Das heißt, Software Engineering ist insofern breiter. Es geht auch um Projektmanagement. Wir werden da gleich nochmal ein bisschen drauf kommen. Das heißt, es gibt irgendwo einen Projektmanager, dann gibt es ein Team von Entwicklern, aber vielleicht auch noch andere Rollen. Das werden wir so im Laufe der Vorlesung so ein bisschen kennenlernen, welche anderen Rollen es noch gibt. Allerdings geht es nicht nur um sozusagen, wie managen wir diese Software, sonst geht eben auch darum, Werkzeuge zu entwickeln. Wir wollen Werkzeuge, mit denen wir produktiver sind. Und da hat sich enorm viel getan in den letzten 10, 20 Jahren, dass heute Softwareentwicklung eben nicht im Texteditor stattfindet, sondern dass es ausgereifte Werkzeuge gibt, die uns dabei helfen und vielleicht auch Theorien, mit denen wir jetzt eben wissen, dass in manchen Anwendungsfällen es besser ist, wenn man zwei Entwickler nebeneinander programmieren lässt und das ist dann als Pair-Programming bekannt. Das heißt, um solche Theorien, Methoden und Werkzeuge geht es eben auch. Ich möchte an dieser kleinen Analogie hier zeigen, was ist jetzt eigentlich der Unterschied zwischen Software Engineering und Programmierung
oder Softwaretechnik und Programmierung. Angenommen, ihr wollt zelten gehen und ihr habt euch überlegt, der neueste Trend ist so ein Tarp. Ne? Ein Tarp ist eigentlich nur ein Tuch und ihr habt ein paar Stangen, ein paar Bänder dazu und mit diesem Tarp kann man jetzt ein Sonnensegel bauen, ein Windsegel, man kann darunter auch zelten. So. Und das ist schon was, was man irgendwie schafft, alleine oder vielleicht noch mit einem zweiten, der mit anfasst, selber aufzubauen, sich anzueignen, sowas zu bauen und das auch immer wieder anders aufzubauen. Was eine Person nicht schaffen kann, ist, den größten Kirchturm der Welt zu bauen. Ja? Und wir sehen hier das Münster aus Ulm und das ist, also ich meine, es hat allein schon die Bauzeit hat schon das Leben einer Person überspannt. Es war deutlich längere Bauzeit, aber es geht darum, man kann nicht, eine Person alleine hat nicht mehr genug Wissen, genug Expertise, um sowas zu schaffen. Das heißt, man braucht ein großes Team von Leuten und da geht es nicht nur um das tatsächliche Bauen, ja, was bei uns das Programmieren wäre, sondern es geht auch um die Architektur und auch das werden wir wiederfinden. Es gibt die Softwarearchitektur, wo man überlegen kann, wie wird es eigentlich grundsätzlich aussehen? Welchen Architekturstil wird man verwenden? Man muss auch vielleicht Tests mit kleineren Teilen durchführen, um irgendwie zu wissen, ob das nachher auch dem gewachsen ist und standhält. Und wir sehen quasi an diesem Beispiel die Programmierprojekte, so Hobbyprojekte, da ist man eher hier so auf der rechten Seite. Und wenn man jetzt wirklich große Software bauen will oder eben diese Apps, die Milliarden von Downloads haben oder Systemsoftware, die eben auf Milliarden von Systemen läuft, dann braucht man andere Techniken dafür. Jetzt kann man sich fragen, okay, vieles davon klingt irgendwie nach Informatik. Das ist nicht Software Engineering das gleiche wie Informatik. Und das ist es nicht. Auch da würde ich wieder das Englische vorlesen. Computer Science focuses on theory and fundamentals. Software Engineering is concerned with the practicalities of developing and delivering useful software. Also, mit Computer Science gucken wir uns an, es gibt Theorien. Es gibt Theorien darüber, was ich berechnen kann. Es gibt Turing-Vollständigkeit, womit wir sagen können, in einer Programmiersprache kann man alles ausdrücken. Das sind fundamentale Sachen. Es gibt auch oder es gibt Sprachfamilien, mit denen wir ausdrücken können, wie mächtig sind eigentlich Sprachen. Das gehört in die Informatik. Im Software Engineering geht es eher darum, wie können wir das jetzt anwenden, um gute Software zu entwickeln. Das heißt, da geht es weniger darum, ist eine Programmiersprache Turing vollständig, kann ich damit alles ausdrücken, sondern es geht eher darum, können damit Entwickler, die ein gewisses Grad an Schulung haben, können die damit Programme produzieren, die möglichst wenig Fehler haben? Können sie das in möglichst kurzer Zeit machen? Computer Science Theory, however, is often most applicable to relatively small programs. Elegant theories of computer science are rarely relevant to large, complex problems that require a software solution. Und das zeigt so ein bisschen auf, dass man, es gibt den Bereich in der Informatik der Algorithmik, wo man sich Gedanken macht, was ist eine untere oder obere Schranke für einen Algorithmus, der irgendein Problem löst? Und das zeigt auf, dass es tatsächlich um relativ kleine Aspekte geht. Die spielen natürlich eine Rolle und natürlich braucht man die für die Softwareentwicklung. Aber es hilft mir nicht, wie entwickle ich eine Softwareanwendung mit 1000 Leuten? Das sagt mir die Algorithmik nicht. Und dafür ist eben das Software Engineering da, um da zu überlegen, wie kann man sowas aufteilen auf viele Leute, wie kann man mit sowas umgehen und solche komplexen Probleme lösen. Jetzt gibt es noch einen anderen Begriff, der sehr ähnlich klingt zum Software Engineering, das ist das Systems Engineering. Und das Systems Engineering is concerned with all aspects of computer-based system development, including hardware, software and process engineering. Software Engineering is part of this more general process. Es ist oft so, dass Software gar nicht nur für sich entwickelt wird. Wir entwickeln nicht immer Anwendungssoftware, ne, wo wirklich ein Anwender mit der Software interagiert, sondern oft
ist Software Teil von einem Prozess, der größer ist, wo man auch Hardware, wo man Systeme mitentwickelt. Ein Beispiel wäre hier der Rasenmäherroboter. Das heißt, natürlich habe ich dieses ganze System und das System wird so verkauft und darauf gibt es Software. Es gibt vielleicht auch noch eine App, mit der ich irgendwie den Rasenmäherroboter irgendwie steuern kann in irgendeiner Form. Vielleicht gibt es auch eine Verbindung zu einem Server, über den irgendwelche Updates runtergeladen werden. Das heißt, die Software ist aber dann Teil von dem Systems Engineering. Und Systems Engineering ist der generelle Prozess, ein System zu entwickeln, was eben aus Hardware und Software typischerweise besteht. Ja, und da könnte es jetzt aber auch sein, es gibt quasi eine Abteilung, die sich eher mit der Mechanik auseinandersetzt, eine Abteilung, die sich eher mit der Elektronik auseinandersetzt und eben ein Teil mit der Software da drin. Also, Software Engineering kann verstanden werden als Teilprozess im Systems Engineering. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Software einen immer stärkeren Stellenwert bekommt. Und das bekommt die Automobilindustrie beispielsweise sehr heftig zu spüren, dass ist vielleicht nicht so gut, ist, Software immer unterzuordnen der Hardware oder dem System, sondern dass man eigentlich dahin will und sagen will, wir betrachten die Software als das Zentrale in einem Auto und wir bauen jetzt die Hardware da drumherum. Das heißt, und das ist interessant zu sehen, dass da eben Unternehmen wie Tesla im Moment sehr erfolgreich sind, die sich nicht als Autobauer verstehen, sondern als Softwarefirma. Ja, und das zeigt eben eindrucksvoll auch wieder, wie relevant Software ist und dass Software einen immer größeren Stellenwert bekommt. Und selbst vor 10 Jahren hat man schon geschätzt, dass in der Automobilwelt mehr als die Hälfte der Innovationen durch Software entstehen und gar nicht durch Hardware. Jetzt können wir gucken, wenn wir bei Software Engineering das Wort Software streichen, dann bleibt Engineering über. Engineering is about getting results of the required quality within schedule and budget. Und das ist eigentlich ein interessanter Punkt. Das heißt, Ingenieure wollen ein Ergebnis erreichen von gewisser Qualität in einem gewissen Zeitrahmen und mit einem gewissen Kostenrahmen. Und das ist insofern interessant, als dass wir. Das hat nicht geklappt. Als dass wir eigentlich drei Faktoren haben, die hier eine Rolle spielen. Einerseits sind wir daran interessiert, dass die Software, die entsteht, eine gewisse Qualität hat. Das war im Wesentlichen so das, wo ich auch im letzten Teil der Vorlesung verschiedene Beispiele gezeigt habe, wo ich gezeigt habe, die Qualität ist offensichtlich nicht ausreichend. Oder die Qualität der Anwender würde sich wünschen, dass die Qualität besser wäre. Und Qualität ist relativ breit und wir werden dazu auch noch eine eigene Vorlesung haben, wo es eben darum geht, was für Arten von Qualitäten wird es geben. Und was wollen wir sozusagen eigentlich unter Qualität verstehen und was fällt da alles drunter? Aber dann ist es auch die Zeit. Und da kann man als Beispiel nennen die Corona-Warn-App, die natürlich innerhalb kürzester Zeit entwickelt werden sollte. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir können diese App entwickeln, das dauert aber 2 Jahre, dann ist im Idealfall die Pandemie auch schon vorbei und dann hilft uns die App nicht mehr. Das heißt, manchmal ist es auch zeitkritisch, Software mit einer gewissen Qualität zu bekommen. Wir sehen eigentlich schon, da gibt es so eine Dualität zwischen der Qualität und der Zeit, weil ja, unter Umständen schafft man es nach 2 Tagen irgendwas zusammenzuhacken, aber es hätte dann nicht die Qualität, dass ein Großteil der Weltbevölkerung oder eben der Deutschen, im Fall der deutschen Corona-Warn-App, sagen würde, das hat jetzt die Qualität, dass ich das auch bei mir installiere. Und dann haben wir den dritten Punkt der Kosten. Und das ist jetzt vielleicht die Corona-Warn-App ein schlechtes Beispiel, weil ja, nachdem die entstanden ist, hat man dann mal verglichen, was haben dann unsere Nachbarländer ausgegeben für die App und was hat Deutschland ausgegeben. Man hat festgestellt, dass die in Deutschland natürlich viel, viel teurer war.
Und da kann man jetzt fragen, musst du die so teuer sein oder nicht? Aber wir sehen auch hier wieder ein Spannungsfeld zwischen Kosten und Qualität. Ich kann sagen, ich kann diese App produzieren für 100.000 Euro. Aber dann hat sie vielleicht noch nicht die Qualität, die ich haben will. Und insofern sehen wir da auch wieder, dass die sich gegenüberstehen und man sieht auch, dass sich Zeit und Kosten gegenüberstehen. Insofern, dass wenn wir sagen, naja, wir haben jetzt, sagen wir, ich mit unserer Mannschaftsstärke, Telekom, SAP waren da, glaube ich, dran involviert, können wir das irgendwie in einem halben Jahr realisieren. Und wenn man dann der Meinung ist, das reicht einem nicht, sondern man möchte das in 3 Monaten realisieren, dann steigen entsprechend die Kosten. Warum? Naja, ich muss dann neue Leute einstellen. Die Leute muss ich sehr kurzfristig einstellen. Man muss Leute vielleicht auch abwerben aus anderen Bereichen. Es gibt noch andere Fälle, wo das, um das zu zeigen, aber wir sehen auch zwischen Zeit und Kosten gibt es einen Trade-off, den man machen muss. Und das Ganze stammt eigentlich aus dem Projektmanagement, denn das sind wahre Fakten, oder das, diesen Trade-off zwischen diesen 3 Eigenschaften haben wir bei jedem Projekt. Und das kann jetzt ein Softwareprojekt sein, das kann allerdings auch ein Projekt sein, in irgendwie gearteter Art und Weise, bei der ich irgendwas, bei dem Ingenieure zum Beispiel irgendwas versuchen zu entwickeln. Und das Ganze ist bekannt als Spannungsdreieck. Das Spannungsdreieck des Projektmanagements. Und jetzt vielleicht nochmal zurück. Was wir auf der linken Seite sehen, ist ja, Ingenieure machen Sachen möglich. Sie wenden irgendwelche Theorien und Methoden und Werkzeuge an. Und zwar da, wo die sinnvoll sind, wo die sinnvoll einsetzbar sind. Und genau, den Rest für das erste Mal vorlesen und dann darauf eingehen. However, they use them selectively and always try to discover solutions to problems, even when there are no applicable theories and methods. Engineers also recognize that they must work within organizational financial constraints and they must look for solutions within these constraints. Ja, und das sehen wir und das ist genau das gleiche übertragen auf die Softwarewelt. Wir als Ingenieur und als Softwareingenieur gilt das genauso, muss man innerhalb des Kosten- und Zeitrahmens und der Möglichkeiten, die man hat, muss man was produzieren, was entsprechende Qualität hat. Und jetzt kann man den Spieß auch umdrehen. Man kann natürlich auch sagen, ich möchte vielleicht was entwickeln und ich habe hier einen Qualitätsstandard. Ja, ich habe irgendeine Norm, nach der Automobile gebaut werden. Und dann sagt mir da jetzt einfach, wie lange dauert das jetzt? Ja, wie lange dauert es jetzt? Es gibt einen Zulieferer und der soll jetzt sagen, wie lange braucht er, um dieses Steuergerät zu entwickeln und zu welchen Kosten wird das sein? Und dann sind wir im nächsten Schritt, da muss man tatsächlich schon weiter planen. Da kann man nicht einfach sagen, das sind jetzt die Constraints und jetzt muss ich irgendwie Lösungen finden, sondern man muss sogar schon vorausplanen und sagen, was sind realistische Kosten und was ist ein realistischer Zeitpunkt. Und auch da werden wir in der späteren Vorlesung nochmal drauf kommen. Gut, wir haben jetzt so ein bisschen analysiert, was ist eigentlich Software Engineering, was verstehen wir darunter, haben das abgegrenzt zu Systems Engineering, zu Computer Science, haben auch diesen Engineering-Begriff ein bisschen näher uns angeguckt und da festgestellt, es geht eigentlich oft um diesen Trade-off zwischen Qualität, Zeit und Kosten. Dazu das Ganze kann man gut nachlesen in dem vorlesungsbegleitenden Buch von Somerville und was wir uns in der nächsten Vorlesung angucken wollen, ist, wie können wir eigentlich sicherstellen, dass wir überhaupt das Richtige entwickeln? Also wer entscheidet eigentlich, was wir entwickeln sollen? Und wie legt man das fest? Und wer legt das fest? Und wann legt man das fest? Und wie kriegt man eigentlich heraus, was man überhaupt für Software braucht? Ja, und da werden wir also über Anforderungen reden, über Anforderungen an die Software. Bevor wir das tun, habe ich wieder 2 praktische Aufgaben für euch. Das eine ist, ihr sollt selber mal drüber nachdenken, wo ihr euch in 10 Jahren seht. Und der Hintergrund dazu ist folgender.
Ich habe viele Kommilitonen, mit denen ich zusammen studiert habe, die später gesagt haben, oh, dieses Software Engineering oder Softwaretechnik, das war eigentlich ziemlich wichtig für mich, weil ich jetzt an der und der Stelle bin in meinem Job und da hätte ich das Gute brauchen können. Ja, und das heißt jetzt natürlich, ist für mich auch der Anspruch hier, zu versuchen, euch das Wichtigste zu vermitteln. Allerdings auch ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn ihr jetzt schon mal darüber nachdenkt, was ihr denkt, wo ihr dann seid und was ihr vorhabt, in welcher Rolle ihr euch seht. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass 95% von euch in irgendeiner Form mit dem Softwareentwicklungsprozess zu tun haben und an irgendeiner Stelle verstehen müssen, wie das mit den anderen Teilen zusammengreift und was man eben machen kann und was man eben nicht machen kann. Ein anderer Punkt, der ziemlich wichtig ist, ihr habt an vielen Stellen, glaube ich, gesehen, dass Softwareingenieure einen relativ wichtigen Standpunkt haben, gesellschaftlich, ökonomisch. Das heißt, die treffen sehr viele Entscheidungen, die sind für unsere Gesellschaft, für die Menschheit entscheidend. Und das sieht man vielleicht gar nicht so ganz, aber es sind immer wieder kleine Entscheidungen von Softwareingenieuren, die bestimmte Konsequenzen haben für die ganze Menschheit. Und das sozusagen, um das zu untermauern, würde ich euch bitten, dazu im Summerville auch mal den Abschnitt zu lesen über Ethik. Und da geht es zum Beispiel auch um sowas wie, was passiert eigentlich, wenn ich mitbekomme, dass in meiner Firma was Illegales entwickelt wird? Ja, eine Abgasabschalteinrichtung. Wie gehe ich damit um? Es geht nicht nur um wirklich tatsächliche Vergehen, sondern es geht einfach um ganz viele Entscheidungen. An irgendeiner Stelle tritt man vor der Entscheidung, veröffentlicht man die Software jetzt oder macht man noch mehr Tests mit mehr Diversität? Ja, es gibt Software-Systeme da draußen, die sagen, das Bild kann nicht gemacht werden, weil deine Augen nicht weit genug offen sind. Woran lag es, dass man eben mit Chinesen oder mit chinesischen Gesichtern nicht getestet hat? Und so ähnliche Fälle gibt es auch mit Hautfarbe oder ähnlichem. Und das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wo Software entwickelt wird. Und dass man mit sowas auf jeden Fall umgehen muss und über sowas nachdenken muss. Und deswegen dieser trotzdem auch prüfungsrelevante Inhalt. Aber ich möchte einfach, dass ihr euch damit mal auseinandersetzt. Gut, dann sind wir durch mit der Vorlesung. Die Einführung sozusagen zu Software Engineering. Wir haben uns ein bisschen angeguckt, was ist eigentlich Software, was haben wir für eine Spannweite, wie weit beeinflusst uns Software. Was ist Software Engineering? Was wollen wir damit erreichen? Und ab der nächsten Woche werden wir uns also angucken, was sind Techniken im Software Engineering? Was kann ich jetzt eigentlich machen? Und beim nächsten Mal eben insbesondere, wie kann ich Anforderungen der Software ermitteln und dokumentieren? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.